Moses Kugonza ist auf dem Weg zur Arbeit. Mit gerade mal 23 Jahren ist er Chef einer Motorradwerkstatt im ländlichen Südwesten von Uganda. Er beschäftigt bereits einen Angestellten. Bei einem Besuch in Deutschland berichtet er von seinen Erfahrungen. Life was not easy. Because I was struggling. Struggling to get money was not easy at all. Education and training, it is good. But when I went to the training, I got all those equipments and now I can accountability my books, my shop. Moses hat seine Ausbildung im Skill-Up-Projekt der Welthungerhilfe absolviert. Wo Menschen lernen, müssen andere ihr Wissen weitergeben. Eine davon ist Christine Namara. Im Skill-Up-Projekt in Uganda leitet sie die sogenannte Beauty Garage. In diesem Friseur- und Kosmetiksalon lernen junge Menschen, was sie wissen müssen, um beruflich auf eigenen Beinen zu stehen. It improves their livelihoods, it improves their life, their families and their whole. So it's not just a one-person thing. Bei einem Praktikum in Bonn bekommt Christine Tipps zum Umgang mit der Schere. Das Neugelernte will die junge Frau an die Azubis in Uganda weitergeben. I think we need to incorporate passion with business skills. So that someone knows if I'm going to have a salon like Tatiana's here, it's not just offering a service, but bookkeeping, customer care, management of your team. There is so much that is required. Und genau an dieser Stelle setzen Christine und ihre Kollegen in Uganda an. As SkillUp, the project of SkillUp, we do entrepreneurship training at the end of it all. So I think we're doing it a bit differently, and the beneficiaries of the SkillUp project at least have that benefit. Seit Beginn des Projekts 2015 in Uganda haben mehrere Dutzend Jugendliche erfolgreich eine Ausbildung abgeschlossen. Sie haben ein staatliches Zertifikat erhalten, das in vielen Ländern Ostafrikas anerkannt ist. Dort können sie als Mechaniker, als Schweißerin, Tischler, Töpferin, Kosmetiker oder Friseurin arbeiten. Mit Projekten wie dem Skill-Up-Programm schafft die Welthungerhilfe für junge Menschen in ländlichen Gegenden eine berufliche Perspektive und hilft, dass sich die Jugendlichen selbst nachhaltige Lebensgrundlagen aufbauen können. Einige von ihnen haben sich selbstständig gemacht, so wie Moses. Sie sorgen damit nicht nur für sich selbst und ihre Familien, sondern schaffen auch neue Arbeitsplätze.